Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Legung. Danke für dein Einschalten. Vielen lieben Dank für dein Abo, Like und Kommentar im Vorwege. Das freut mich natürlich sehr. Und an all diejenigen, die neu dazugekommen sind, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du meinen Kanal ins Wachstum bringst. So, heute widme ich mich mal eurem Gegenüber. Ich schaue mal, was denkt und fühlt er über dich, beziehungsweise wie könnten die nächsten tendenziellen Schritte ausschauen? Was zeigt sich da so Schönes? Du weißt ja, dass es eine allgemeine Legung ist. Du kannst damit in Resonanz gehen, musst es aber nicht. Schau daher bitte einmal auf dich selber, ob es passend und stimmig ist. Lausche einmal in dich hinein, ob das passen kann. So, lass uns mal schauen. Achso, das kann auch sein, dass du dich im gegenüberliegenden Part wiederfindest. Also sprich, dass es deine eigenen Gedanken sind, deine eigenen Emotionen und Gefühle und tatsächlich deine eigenen Schritte. Ja, das kann auch passieren. Gut, lass uns mal gucken. Was zeigt sich hier? Was denkt er über dich? Was denkt hier dein Favorite des Kollektivs über dich? Was haben wir hier? Oha. Okay. In der Gedankenebene, ja, da sind schon ein paar Wölkchen in deine Richtung. Ne? Also irgendwas sieht man nicht so ganz klar, ist nicht greifbar, nicht verfügbar. Vielleicht bist du nicht verfügbar. Hast dich hier vom Acker gemacht. Und nun ist es so, dass man hier... Also wir haben hier einmal die Sterne, die Wolken, Storch und das Kreuz. Und die Sterne spiegeln auch noch ins Kreuz rein, heißt schicksalhafte Verbindung, schicksalhaftes Ereignis, eine schicksalhafte verbundene Verbindung mit euch beiden. Damit setzt er sich auseinander. Also er setzt sich hier wirklich mit dem Thema Glaube auseinander. Schicksal, schicksalhafte Fügung, Gott, Engel, Jesus, Spiritualität, Medialität, versucht hier wirklich irgendwie auch in diesen Bereichen eine Antwort zu finden, weil etwas für ihn jetzt hier noch nicht klar ist. Er kann sich das nicht erklären und fängt an, das Ganze zu hinterfragen und möchte hier auch was in deine Richtung, das ist das, was er über dich denkt, in deine Richtung positiv verändern. Das ist tatsächlich hier... ganz, ganz ausschlaggebend bei ihm. Also ich weiß ja nicht, was du gemacht hast, was du getan hast. Vielleicht hast du ihm ja diesbezüglich irgendwas mitgeteilt, kann ja sein. Oder bei ihm sind Ereignisse geschehen, die er sich hier wirklich nicht erklären kann. Und jetzt setzt er sich hin und fängt mal darüber an nachzudenken, dass es vielleicht doch Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die man sich hier nicht erklären kann. Und das bewirkt aber auch bei ihm selber eine positive Veränderung, aber dadurch auch eine positive Veränderung in eurer Verbindung, auch natürlich dann in deine Richtung, zu deinen Gunsten. Also er sieht dich schon als sehr medial und spirituell. Du hast einen festen Glauben. Du hast vielleicht hier auch schon einige Dinge erlebt, die dich belastet haben. Hast hier immer und immer wieder versucht, also sieht er dich, immer und immer wieder versucht, deine Belastungen irgendwie umzuändern. Sprich, dich von diesen Belastungen zu befreien. Ja, es kann auch sein, dass er in deine Richtung irgendwelche Belastungen ausgelebt hat, die du halt jetzt echt wie so einen schweren Rucksack mit dir umherträgst. Das weiß er, dass er da irgendwas getan hat, das dich sehr belastet. Und er möchte hier irgendwie in deine Richtung eine Veränderung einbringen. Wie? Das ist ihm noch unklar. Das sieht er hier noch nicht. Aber die Unklarheiten, die werden vergehen, weil hier kommt nämlich eine Angelegenheit dran, die hier wirklich für eine Klarsicht sorgen wird. Und das ist ja auch alles schicksalhaft gesteuert, schicksalhaft geführt, dass er sich jetzt, was dich betrifft, auf den Hosenboden setzen muss, um darüber nachzudenken. Und ich sehe auch, er lernt irgendetwas Neues, das er zuvor noch nicht gekannt hat.
Das erlernt er irgendwie durch dich, weil du ihm hier irgendetwas gesagt hast, gezeigt hast, weil er von dir irgendwas gesehen hat. Das kann auch sein, dass du davon gar nichts weißt, wenn ihr jetzt keinen Kontakt habt. Kann das hier die primäre und potenzielle Entwicklung in deine Richtung sein, dass er hier wirklich den höheren Sinn hinterfragt? Hat das Hand und Fuß, was du gesagt hast? Kannst du recht haben? Kann das wirklich sein? Na, und er setzt sich jetzt hier wirklich damit auseinander. Ja, und dass du selber aber auch einen Teil dazu beigetragen hast, ne? Wenn nicht sogar den großen Teil, dass er hier jetzt endlich mal in die Gänge kommt, sozusagen, und sich hinsetzt, um diese ganze Angelegenheit auch mit dir zu hinterfragen. Also er denkt hier wirklich in deine Richtung sehr positiv, ne? Da hat er auch natürlich einen kleinen negativen Anteil, weil er weiß, dass er hier irgendeinen Bockmist gebaut hat. Irgendwas hat dich belastet und deswegen bist du auch höchstwahrscheinlich gegangen. Na, und jetzt denkt er darüber nach. Aber so im Großen und Ganzen denkt er hier schon sehr positiv über dich. Das muss ich schon sagen. Und er ist auch gewillt, er macht. Auch wenn ihr keinen Kontakt habt, du nichts von ihm gehört hast, nichts, gar nichts, wirklich Stille ist, er macht was. So, was fühlt er denn für dich? Wie sieht es in seiner Herzebene aus? Was ist da los? Das gibt es nicht. Schon wieder die Sterne. Ist ja krass. Och, guck mal, wie süß. Ja, guck mal, das ist auch echt niedlich. Bei ihm auf der Herzebene regt sich etwas. Da regt sich etwas. Er hat irgendwie, ja, es ist irgendwie so, du hättest hier irgendwie so die Funktion eines, ich weiß nicht, Defibrillators, irgendwas hast du hier wieder erweckt, wiederbelebt. Wir haben hier wieder die Sterne. Ich habe gefragt, was empfindet er für dich? Er empfindet für dich auf jeden Fall eine spirituelle Verbindung. Guck mal, wir haben hier wieder den Hund. Die Sterne spiegeln in den Hund. Er weiß, dass ihr eine spirituelle Verbindung habt und er spürt auch deine Emotionen, deine Gefühle. Er kriegt das alles mit und das sorgt bei ihm hier zum Teil auch wirklich für Aufregung, für Hektik und Stress. Er wird dann selber irgendwie sehr nervös. Er versucht dann hier auch wirklich irgendwie zur Ruhe zu kommen, in seiner Mitte zu bleiben, sich zu erden, entspannt und gechillt zu sein. Manchmal funktioniert das nicht. Er rastet dann förmlich aus, so kann man das sagen, ne? Weil er weiß, dass ihr hier so eine spirituelle Verbindung habt. Er kriegt das alles mit. Und das, was du erlebst, erlebt er auch. Und was er erlebt, erlebst du ja natürlich dann dementsprechend ebenso. Und mit dem Klee, ja, da haben wir schon so eine gewisse Freude in deiner Richtung. Hier eine Hoffnung, dass da irgendwie nochmal was erblühen kann. Also ich habe hier irgendwie was ganz Kleines. Das ist hier jetzt, glaube ich, für diejenigen, die sich vielleicht nicht so lange kennen oder irgendwie nicht die Chance gehabt haben, sich intensiver und näher kennenzulernen. Weißt du, das ist hier irgendwie alles so ganz klein und zart und ja, das ist hier irgendwie Potenzial auf mehr, Potenzial für viel mehr, ne? Und er ist dir treu und loyal ergeben, also das muss man schon sagen. Und er hat ja auch irgendwie so Respekt vor dir, irgendwie so Chapeau, Hut ab, weil du so medial bist. Ja, vielleicht weiß er auch, dass du hier medial unterwegs bist, dass du irgendwie spirituelle Arbeiten machst, Karten legst, was auch immer du hier machen könntest. Das findet er total toll und ist von dir irgendwie inspiriert. Es ist ja echt eine klasse Energie, die ich hier reinkriege. Jemand, der hier irgendwie so fasziniert von dir ist, mit dem, was du machst, dem, was du tust, das, was du siehst und liest und so Informationen, die man irgendwie nicht wissen kann, rausgeben kannst. Das hat ihn hier irgendwie echt fasziniert. Also ich weiß ja nicht, was du ihm hier gesagt hast, aber das hat ihn echt irgendwie beeindruckt. Ja, das ist echt krass. Also ihr kommt hier nicht aneinander vorbei. Das will er auch sagen. Und ja, du hast ihn hier irgendwie wiederbelebt. Es ist irgendwie so, durch diese Verbindung, die ihr habt, ist es so, als würde er etwas erfahren, das zuvor abgestorben ist. Das ist irgendwie wie so eine Durststrecke, die beendet wurde. Und durch eure spirituelle Verbindung, die ihr hier habt, und durch deine Gefühle, die durch euer Band, das euch ja verbindet, übermittelst,
kriegt er hier irgendwie so neue Impulse rein, einen Rhythmus, einen Beat, weißt du, so eine richtige Frequenz, sodass er sein Herz schlagen hört, sein Herz spürt. Du übermittelst ihm Gefühle, die er irgendwie gar nicht mehr so wirklich empfunden hat oder empfinden konnte, zulassen konnte, was auch immer das ist, auch wenn ihr jetzt keinen Kontakt habt, das ist möglich. Das geht sehr wohl. In Seelenpartnerschaften ist das wirklich möglich. Ich habe es auch durch. Ich kriege das auch zum Teil immer noch mit, was da bei ihm drüben los ist. Aber nichtsdestotrotz, man kann sich davon abschotten. Das geht. Man kann sich davon abgrenzen. Ist ihm hier jetzt nicht möglich, weil er kriegt das alles mit. Es scheint so zu sein, als wäre er da gerade erst so drin. Das ist so dieses Gegenwärtige. Das ist noch nicht so lang. Also diese Energie arbeitet noch nicht so lang. Das ist jetzt hier so eine Angelegenheit, mit der er sich seit kurzem erst auseinandersetzt, ne? Der Klee steht auch für einen kurzen Zeitraum, das sagt es mir hier eigentlich auch schon an, dass das hier eine Sache ist, die wirklich erst noch nicht so lange arbeitet. Aber auch hier auf der Herzebene, sehr, sehr schöne Botschaft. So, wie sieht es denn aus? Nächsten tendenziellen Schritte in deine Richtung, was plant er denn? Was plant er denn hier? Ach, guck mal, da seid ihr beide. Also, das ist krass, das ist toll. Super. Also, hier ist ein ganz, ganz toller, also hier ist ein Schätzchen, auf den kannst du echt stolz sein. Wir gucken gleich mal auf die Sternzeichen. Hast ein Schätzchen, hier kannst du echt stolz drauf sein. In den nächsten tendenziellen Schritten, da hat er euch beide hier reingepackt, er und du. Ihr beide seid sein nächster Schritt. Also das heißt, er möchte hier was in deine Richtung in den nächsten Schritten stabilisieren. Das ist eure Verbindung. Eure Verbindung war in der Vergangenheit im Mangel. Etwas hat sich hier nicht als erfolgreich gezeigt. Etwas ging hier in die Brüche. Ja, etwas ist in den Verlust gegangen. Das soll jetzt hier aber geheilt werden. Dieser Verlust soll aufgefüllt werden. Und hier soll auch wieder Heilung, Stabilität und Sicherheit rein. Ja, das ist sein nächster Schritt. Hier jetzt erst einmal selber aus diesem Mangel herauszukommen, herauszutreten. Weil wenn er im Mangel ist, dann kann er dir auch irgendwie nicht auf Augenhöhe begegnen, weil dann ist er ja wieder bedürftig und das will er ja nicht. Das will er nicht. Er will dir auf Augenhöhe begegnen und als ein gestandener Mann und ein Mann, der dir irgendwie was beweisen möchte, irgendwie so, ich habe mich verändert. Ich bin nicht mehr so wie damals. Ich bin anders. Ich bin erfüllter. Und so will er dir auch entgegentreten. Und hier wird auch was kommen von ihm. Aber erst einmal noch nicht. Er muss hier noch erstmal, das, was war, das, was ist, das, womit er jetzt hier aktuell beschäftigt ist, angehen, ne, und bearbeiten. Und diese ganze Angelegenheit, die ihn hier auch wirklich überfordert, das muss ich auch sagen, der ist echt überfordert, weil er das ja zuvor nicht kannte. Ja, vielleicht war er sogar kaltherzig. Kaltherzig, war nicht dazu fähig zu lieben, Gefühle zuzulassen, Gefühle zu erleben. Dann kommst du um die Ecke, spiegelst ihm hier was ganz anderes. Und jetzt fängt er wieder an zu fühlen. Und guck mal hier, wie er guckt. Das genießt er richtig. Er genießt das irgendwie. Er geht in die Tiefe, er geht in sich, er schließt die Augen, er meditiert. Er versucht Antworten auf seine Fragen zu finden und die kriegt er aber auch, die kriegt er geliefert. Und dazu muss er aber innehalten und seine eigene innere Welt einmal durchforsten, um hier seine Erkenntnisse auch zu bekommen, also sprich seine Antworten, denn die liegen in ihm. Und dazu muss er hier nie in die Tiefe reinschauen. Und das macht er ja auch, guck mal, siehst du das? Da ist er hier schon unter Wasser, hat die Augen geschlossen. Bei ihm ist es schon soweit. Er stellt sich seinen Thematiken und setzt sich mit seinem inneren Zuhause auseinander. Ne? Und auch mit der Thematik, warum er hier ständig im Mangel war, warum das mit dir hier nicht weitergehen konnte, was ist denn da passiert, was ist schiefgelaufen und reflektiert das Ganze hier jetzt aber auch. Guck mal, du auch. Du machst das Gleiche. Ihr spiegelt euch irgendwie hier. Irgendwie seid ihr synchron. Du machst genau das Gleiche wie er. Du bist auch momentan unter Wasser. Setz dich mit deinen Gefühlen auseinander. Auch wenn es unbewusst ist. Vieles passiert im Unbewussten. Das ist aber auch nicht schlimm. Aber du hast auch deine Augen geschlossen und
bist sehr im Ruhemodus, du bist im Einklang, du bist in der Mitte, du möchtest deine Ruhe haben, deine Ruhe finden, brauchst auch deine Ruhe, ne, um gewisse Erkenntnisse für dich selber aber auch erzielen zu können. Und das ist wichtig, weil das bringt euch beide Heilung und Stabilität, damit es im Endeffekt mit euch beiden weitergehen kann. Und so wie ich das sehe, hat es hier echt einen positiven Ausgang. Guck mal, unterm Kartendeck haben wir die Fische. Gefühle, Emotionen, das muss bei euch beiden irgendwie noch heilen. Da ist eine Thematik, ihr habt euch beide hier wahrscheinlich, kann sein, muss aber nicht, gegenseitig verletzt, was auch immer, oder irgendwelche alten Wunden aus der Vergangenheit sind aufgeploppt. Man hat sich hier gegenseitig was an den Kopf geschmissen. Man hat sich was gespiegelt, man hat sich was aufgezeigt, was auch immer das hier ist. Es geht hier um Gefühle, die geheilt werden. Dadurch wart ihr beide irgendwie im Mangel. Ihr wart im Mangel. Ja? Und dafür ist es aber wichtig, dieser Mangel muss rausgehen, dass ihr diesen Mangel auch heilt. Und das macht ihr beide. Ihr macht das beide. Beide momentan wirklich synchron. Das ist der Knaller. Ihr beide seid momentan so synchron. Es kann hier jetzt noch nicht weitergehen, aber ich sehe, es arbeitet bei euch beiden auch wirklich parallel zueinander. Vielleicht wisst ihr das hier wirklich nicht, aber das macht nichts. Jeder hat hier gerade seinen eigenen Transformationsprozess, seinen eigenen Heilungsprozess. Und das ist Wahnsinn. Und das zeigt sich auch erfolgreich an. Alte Wunden, alte Themen aus der Vergangenheit, die ihr hier irgendwie auch euch angetriggert habt, gespiegelt habt, werden heilen. Hier ist ganz, ganz viel Heilung. Und das Schöne ist auch, das Universum und die geistige Welt sind an eurer Seite, um euch in diesem Prozess auch zu unterstützen. Das ist ein himmlisch geführter Prozess und ihr braucht beide hier auch momentan noch diese Ruhe vor dem Sturm. Ja? So, Sternzeichen. Was haben wir denn hier? Entweder du, dein Gegenüber. Oder eben aber, ihr habt das irgendwo in eurer Chart verteilt. Lass uns mal schauen, welche Sternzeichen haben wir denn? Welche Sternzeichen dürfen angesprochen werden? Fische, das passt. Fische. Schütze. Steinbock. Der Löwe. Waage. Stier. Und am Kartendeck der Wassermann. Ich hoffe, die Legung war dir dienlich und du konntest den wichtigen Impuls für dich mitnehmen. Danke für dein Einschalten und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann.